Hey Leute, willkommen zurück zu MacShuffle. Ich mache jetzt einfach nochmal einen Run, weil ich habe eben auch gesehen, da gibt es nicht wirklich Videos zu auf YouTube. Es gibt Videos dazu auf YouTube, aber es sind halt meine Videos. Und deswegen machen wir das einfach mal. Und da mich letztes Mal der Dodo so gefressen hat, würde ich halt schon gern Dodo spielen. Ich würde halt auch sagen, so wie das hier ist, dass man ersten Piloten aussucht und dann Mac. Ich würde es halt andersrum machen. Erst den Mac, weil... Weiß ich nicht. Das passt in meinem Kopf einfach besser zusammen. Weil so ertappe ich mich, dann nehme ich halt irgendwie einen Piloten und sehe hier, okay, du hast die Sachen. Nehme ich Sherman und gucke, was hast du? Und sehe dann, okay, es passt nicht. Oder vielleicht... Naja, auf der anderen Seite... Doch, das ist... Moment, das war jetzt mein Fehler. War das... auch früher schon so, dass das direkt angezeigt wurde vom Piloten, dann die Karten, die er da hatte. Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie falsch verdrahtet. Wer weiß. Auf jeden Fall, also Burton, man muss schon ein bisschen gucken. Was hast du denn genau? Du hast was mit... Du kannst Gegner überhitzen. Du hast Flamer, die sind relativ günstig. Beziehungsweise die Machine Guns, die kosten halt gar keine Hitze. Also du bist sehr hitzeeffizient, das heißt, du brauchst auch keine Kühlung. Und ja, was hast du denn? Rot und Gelb. Wer hat denn Rot und Gelb? Irgendwas mit Rot und Gelb? Du hättest was mit Rot. Schaden verdoppeln, das wäre natürlich schon sehr nett. Gelb und Grün. Also auf den ersten Blick. Also Proficiency Heat ist natürlich schon super. Und dann noch Card Draw wird auch ganz gut sein. Gut, die Kühlung brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Ich glaube, von diesen ganzen, ja, das passt halt alles nicht. Das ist auch, finde ich, ein bisschen schade. Man ist dann teilweise, wenn man schon, man sucht sich ja schon immer die passenden Kombinationen. Man kann also nicht beliebig mixen, beziehungsweise man kann es schon, aber das, man kann sich damit auch selbst ins Knie schießen in gewisser Weise. Gut, ich nehme jetzt Vasquez und ich nehme hier den Dodo. Einfach wegen Proficiency Heat. Und wegen... Gut, wir haben eine Karte mit Card Draw, aber die gibt gleich auch 2 Energie. Und das ist auch... Gut, das dürfte für den Dodo nicht so das Problem sein. Ansonsten, was die Varianten hier angeht, haben wir halt noch gar nichts. Aber das ist auf jeden Fall cool. Das, wohl, da kann ich jetzt auch schon wieder sagen, das kontert das Ganze natürlich ein bisschen, was ich eben gesagt hatte, dass bestimmte Sachen dann wieder zu bestimmten Piloten und zu gewissen Mechs passen. Wenn man Varianten hat, dann passen wieder andere Mechs zu anderen Piloten. Und das ist halt echt eine super, super Sache mit diesen Varianten, weil sonst hat man es irgendwie raus, was man am liebsten spielt, was für einen am besten passt und das ist immer dasselbe und so hat man noch eine andere Option dafür. Gut, ich habe jetzt schon wieder so viel geredet und es sind 3 Minuten um und es ist nicht viel passiert. Okay. Dann würde ich mal sagen, gegen Behemoth würde ich jetzt nicht unbedingt, gut, da gibt es Hitze, das wäre eigentlich, und wir können Hitze erzeugen, ich würde es doch mal probieren, vielleicht können wir den dann ja, Activate Hard Mode, was das genau macht, weiß ich noch nicht, aber Hard Mode ist Hard Mode, von daher... Lassen wir das mal. So, dann fangen wir mit Heavy Flamer auf jeden Fall an. Und ich glaube, ich werde schon schauen, dass ich so in die Richtung Flamer dann gehe. Würde ich mal sagen. Und Jump Jets sind auch erstmal ganz cool, weil dann haben wir in der nächsten Runde auch noch Block. Wir kommen da jetzt leider erstmal so nicht durch. Beziehungsweise ich kann ja noch Machine Gun spielen. Dann kriegen wir auch nicht mehr Hitze. Und sowas wie... Das brauche ich jetzt auch nicht, weil wir haben in der nächsten Runde Block und das ist halt auch wieder... Alle 4 Farben ist schon ganz cool, aber das dauert dann halt auch eine Runde. Ich nehme mal Machine Gun. Wir machen das mal so. Ja, ich muss halt gucken, dass ich gegen seine Kühlung da irgendwie anarbeite, wenn es denn geht. Da haben wir jetzt aber noch nicht so viele Möglichkeiten, wirklich Hitze zu erzeugen beim Gegner. Aber es ist erstmal... Es ist erstmal okay. Ansonsten, ich fange mal hiermit an. Dann haben wir in der nächsten Runde auch Block. Und ich glaube, das sollte man vielleicht auch mit dem dann auch immer machen. Dass man zumindest schon so standardmäßig ein bisschen Block hat. Ansonsten, wir könnten natürlich... Ich kann jetzt... Machine Gun ist jetzt an der Stelle... Ja, kann man machen, aber...
Ich nehme mal hier eine Enhanced Engine, dann kriegen wir auch Karten und das habe ich auch in erster Linie wegen den Karten gespielt. Gut, mit dem kann man dann aber auch wieder so ein bisschen gucken. Da kann man halt die Energie sehr gut nutzen, weil es standardmäßig, weil er standardmäßig auch viele Sachen hat, die halt keine Energie erzeugen. Dann kann man aber auch problemlos die Karten spielen. Oder Sachen, die halt sehr wenig Hitze erzeugen. Und ja, der hat jetzt da zwei Block. Ich würde sagen, wir machen das erstmal nicht so, weil okay. So. Das wäre jetzt schon mal ganz nett. Wir haben auch eine Menge Energie. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal das. Dann nehmen wir den Flamer und schon machen wir zwei doppelt so viel Schaden. Wäre natürlich super, wenn wir eine Karte hätten, die schon dann zwei Schaden macht, dass dann da vier draus werden. Aber ja. Wir sind hier ja nicht, weil wünscht ihr was. So, wir brauchen Dodge. Und ich befürchte, wir brauchen auch schon Evade. Oh ja, machen wir das so. Und ich hätte gern noch ein paar Karten. Hier mit dem hier ist das schon am Anfang ein bisschen schwieriger. Gut, direkt gegen so ein Behemoth ist das aber auch schon wieder eine andere Sache. Er hat jetzt hier direkt eine Menge Ground Attack Missiles, aber wir haben schon mal ein bisschen was zum Blocken. Okay, wir haben drei. Das heißt, ich will erstmal wieder mehr Energie in der nächsten Runde, weil wir haben hier Machine Guns ohne Ende. Die würde ich halt gerne spielen, wenn ich dann auch Zusatzenergie habe und nicht so. Ansonsten, ich nehme jetzt einfach mal hier einen Flamer. Und das können wir erstmal soweit blocken. Dann würde ich fast sagen, wir nehmen mal ein bisschen Kühlung. Cardraw hätten wir da auch. Wir kriegen auch relativ oft Cardraw dann wieder auf die Hand. Also ist auf jeden Fall eine gute Sache, da mal zu gucken, wie man das am besten timet. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es hier ein Kartenlimit gibt. Also die Menge an Karten, die man ziehen kann. Das hatte ich, glaube ich, noch nie komplett voll. Oder ich weiß nicht, ob es voll geht. So, wir nehmen jetzt mal Kühlung. Block. Block war's. So. Und wir haben ein paar Möglichkeiten wieder. Ich würde halt schon das nehmen und Flamer. Beziehungsweise wir können auch zweimal Machine Guns nehmen. Dann würde ich mir das erstmal nochmal aufheben. Beziehungsweise ich nehme jetzt mal Evade. Befürchte, ich werde mit dem Dodo nicht so weit kommen wie mit dem Behemoth. Okay, dann nehmen wir Enhanced Engine mit. Das wäre dann halt schon ein bisschen viel Hitze. Dann würde ich sagen, ich nehme jetzt Proficiency Heat, den Flamer und dann noch eine Machine Gun. Dann hat er nämlich schon echt viel Hitze und wir haben auch schon gewonnen. Gut, so viel dazu. Engine Tweak, Stability on Card Draw mal 12. Also wenn wir 12 Karten ziehen, kriegen wir den Effekt. Verstehe ich das richtig? Dann ziehen wir eine Karte. Ja, wir haben halt schon ein bisschen Card Draw. Das wäre schon ganz cool, diese ganzen Reflective Plating Dinger hier. Das hier wäre vielleicht noch okay, weil das auch noch weiß mit drin, aber blau und rot. Ich glaube, ich nehme Engine Tweak. Und jetzt können wir noch was duplizieren. Flamer wird sich halt schon anbieten wegen Double Damage oder halt hier Jump Jets. So ein bisschen, was die Defensive angeht. Beziehungsweise Heavy Flamer wäre halt natürlich auch cool. Oh, das ist jetzt die Frage. Block oder Schaden? Ja gut, davon würde ich dann Abstand nehmen und dann eher sowas wie Heavy Flamer nehmen. Aber zwei davon wäre natürlich, bräuchten wir vielleicht sogar eher. Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Ich nehme jetzt erstmal Heavy Flamer, weil noch sollte das alles machbar sein. Noch. Gut, Random Event, Ability Perk, Remove Cards. Würde ich denn Card Compendium, nee, das wollte ich jetzt nicht, hier wollte ich, genau, die Karten. Würde ich denn davon was entfernen wollen? Gut, Evade ist halt situationsbedingt, ne, muss halt passen von den Farben und dann ist es auch in der Runde danach.
Ist auch nicht gesagt, dass der Gegner dann Angriffe spielt. Aber ansonsten würde ich eigentlich erstmal nichts entfernen wollen. Da weniger Energie, da Kühlung. Ich glaube, wir können ja auch ganz gut Energie erzeugen. Ich würde es dann halt hier über die Mitte probieren. Und ich gehe jetzt auch gar nicht mal so sehr nach den Events, sondern ich schaue danach drauf, was, also ob es jetzt, ob mehr Hitze erzeugt wird, ob wir mehr Kühlung kriegen. Kühlung brauchen wir halt nicht. Deswegen, gerade wenn da so ein Behemoth wäre und da wird besser gekühlt werden, wäre das ein bisschen blöd für uns. Und deswegen machen wir das erstmal so. Ach, das wurde ja auch wunderbar angezeigt. 6 von 12. Kator mal 12. Warum steht denn da jetzt 6 von 12? Müsste das nicht hochzählen? Gut, er kann das jetzt erstmal nicht blocken. Wir könnten... Ich nehme lieber das hier. Weil das wäre mir schon wieder für den Moment ein bisschen zu viel Hitze. Weil das wäre nämlich richtig doof, wenn wir mit Dodo überhitzen würden. Das wäre dann richtig, richtig blöd. So, Jump Jets nehmen wir. Dann können wir was blocken. Und Hitze mit den Flamern bringt beim Hammerhead, ja, ist okay. Ist jetzt aber auch nicht so toll. Und ich spiele jetzt schon mal Evade, weil es könnte halt dann doch ein bisschen wehtun. Gut, du würdest das direkt blocken, deswegen spiele ich jetzt keinen Flamer und keinen Heavy Flamer. Und da muss man natürlich auch gucken, wenn ich weiß, er wird meinen gesamten Schaden jetzt schon blocken und es wird schon nur zwei Hitze erzeugen, dann spiele ich die Karte natürlich auf keinen Fall. Dann habe ich nämlich einfach nur zwei Hitze, ohne dass das irgendwas großartig bringt. Gut, wir haben jetzt noch mehr Hitze dann in der nächsten Runde für den Gegner und dann in der nächsten Runde Schaden, aber dann würden wir trotzdem einen Damage verlieren, gerade bei Sachen, die Hitze erzeugen. Hätte ich das schon gerne zum jetzigen Zeitpunkt, dass ich wüsste, das wird in dem Moment, ja, der ganze Effekt davon funktionieren. So, ich nehme jetzt mal Tactics. Okay. Flamer, wir nehmen das. Dann haben wir halt ein bisschen Hitze, aber wir haben ja auch Machine Guns. Und ist trotzdem ein bisschen doof, weil geht ins Block rein. Nicht so toll. Jetzt haben wir aber komplett hier Block ohne Ende. Gut, dann, ich nehme jetzt mal das. Ich hatte gehofft, ich würde hier vielleicht die Double Damage wieder ziehen. War jetzt leider nicht der Fall. Wir haben ein bisschen Hitze, blocken brauchen wir nicht. Dann machen wir das mal. Dann nehme ich jetzt mal Heavy Flamer einfach. Dann spiele ich danach Kühlung und danach vielleicht noch Machine Gun. Dann machen wir das so. Gut, ich hätte gerne noch mal irgendwie so ein rotes Plus. Das wäre schon nett so. Dodge nehmen wir. Dann können wir den Schaden blocken. Dann Tactics könnte ich halt auch schon direkt nehmen. Um einfach damit das wieder runterkühlt dann. Beziehungsweise, weil die Karte dann halt keine Hitze erzeugt und wir haben dann Block schon für die nächste Runde. Und ich glaube, gerade mit dem Dodo immer zu schauen, dass man dann in jeder Runde zumindest auf jeden Fall irgendwas hat, was blocken kann, ist schon ganz nett. So, Machine Gun nehme ich jetzt einfach, um keine Hitze mehr zu erzeugen. Und dann konnten wir nochmal Schaden machen. Jetzt haben wir Proficiency Heat. Aber du willst gleich, okay, dann müssen wir hier erstmal mit Jump Jets starten. Und dann nehmen wir Proficiency Heat und einen Heavy Flamer. Das ist dann eigentlich schon die beste Kombination. So, das sieht doch auf jeden Fall okay aus. Wir haben fast keine Hitze, deswegen würde ich jetzt Machine Guns auch nicht benutzen. Dann würde ich eher nochmal Karten ziehen. Und da haben wir schon wieder Proficiency Heat. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das wird ja nicht für die Runde nächste Runde übernommen, ne? Nee, ich glaube nicht. Das heißt, das sparen wir uns jetzt. Wir erzeugen aber auch keine Hitze mehr, sondern spielen einfach Machine Gun. Auch wenn die jetzt ins Block läuft.
So, dann nehmen wir nämlich Proficiency Heat jetzt und dann wieder Heavy Flamer. Ich würde halt Heavy Flamer auch gerne upgraden, weil dann wäre das, glaube ich, schon... Verdammt, das wollte ich gar nicht. Ich hatte gedacht, ich könnte mir das Upgrade anschauen mit der rechten Karte, aber nein, dann kann ich halt die Karte abwerfen. Okay, nicht so gut gelaufen. Egal. Noch ist das kein Problem. Jetzt haben wir 12 von 12. Das muss ich aber auch nicht irgendwie selbst aktivieren, ne? Das wird dann automatisch aktiviert. Einfach drauf. Scouting Operation. Was ist das denn? On Match Start. Remove Action Point. Direkt am Anfang. Das sind so wie in jedem Spiel dieser Art, ne? Diese ganzen Sachen, die dann einen einmaligen Effekt haben oder zu Kampfbeginn, auch wie bei Slay the Spire, da bin ich halt nach wie vor kein großer Fan von. Wir hätten hier ein Mech-Upgrade. Wir können damit mehr Hits erzeugen. Das wäre natürlich auch... Ja, kommt ein bisschen drauf an. Aber das hier wird dann halt nichts mehr kosten. Das ist alles so ein bisschen... Ja, das finde ich jetzt nicht so brauchbar. Dann nehme ich hier lieber einen Flamer. Und dann haben wir hier... Patchwork. Finde ich jetzt nicht so passend für ein Dodo. Dann haben wir ein bisschen mehr Leben, aber na, nee. Also sowas wie Fortify Armor würde ich dann halt eher beim Behemoth nehmen oder gerade bei so ganz dicken Dingern, die dann auch schon sowieso viel Block haben, um das dann noch stärker zu machen, die Verteidigung. Aber er ist ja so ein bisschen... Fragil. So ein ganz bisschen. Upgrade Cards, das wäre ganz cool. Remove Cards würde ich nicht nehmen. Ability Perk. Ich glaube, wir machen das hier. Weil ich hätte gern Flamer Upgrade. Kriegen wir das hin? Vielleicht so. Enhanced Engine nehmen wir direkt. Und du willst da schon blocken. Das heißt, wir nehmen jetzt mal Vent Heat. Und ja, ich spiele jetzt mal Jump Jets. Ja, das dachte ich mir nämlich schon. Kriegen wir schon ein bisschen was drauf, aber das passt noch. Ansonsten, ja gut, dann machen wir das so. Das Gute ist halt an der Karte, ist relativ wahrscheinlich, dass halt, oder es wird halt alles irgendwie geblockt. Aber halt auch nur maximal, je nach Farbe dann. So, wir können das auf jeden Fall jetzt schon blocken. Dann nehme ich jetzt einfach einmal Heavy Flamer. Und Machine Gun. Und. Das wären 2 Damage. Dann würde ich hier nochmal Dodge nehmen. Und nochmal Machine Gun. Weil ich gucke schon so, dass ich vielleicht so unter 5, 6 Hitze bleibe nach einer Runde. So, wir haben Proficiency Heat. Wir könnten Karten ziehen, um was zu blocken. Aber wenn ich hier schon Proficiency Heat habe und einen Heavy Flamer, würde ich das halt auch direkt machen. Okay, das ist grün. Das können wir so blocken. Dann mit den Karten hier würde ich vielleicht erst nochmal Karten ziehen. Dann... Ach, das wird aktualisiert nach einer Runde, ne? Ich glaube. Ist ein bisschen... Sah jetzt gerade danach aus. Muss ich gleich nochmal drauf achten. So. Wir haben 2 Heat. Wir haben keinen Block. Dann gucken wir mal, dass wir Block bekommen wieder. Und was er da oben hat... Gut, der kann ein bisschen Schaden machen, aber für den Moment sieht es nicht nach so viel aus. Deswegen würde ich halt auf Evade eigentlich verzichten jetzt an der Stelle. Dann nehmen wir lieber Machine Gun. Und... Nehme ich nochmal Machine Gun. Und jetzt gucken wir mal. Okay, ja, der zieht, ja, ich ziehe auch nur am Anfang. Ich hatte ja auch falsch verstanden. Hatte ich mir falsch gedacht.
Weil ich dachte, hey, ich spiele die Karten, dann zählt das hoch. Aber das zählt ja nur hoch, wenn ich neue Karten kriege. Und das ist halt nur nach einer Runde im Prinzip. Oder wenn ich halt... Das müsste bei Cardraw dann aber auch zählen. Okay, ich spiele jetzt mal das. Und ja, tut es auch. Nehmen wir Heavy Flamer. Da kann man auch zwischendurch mal ein bisschen gucken und rumprobieren, wenn man eh weiß, okay, der hat nichts mehr. Dann gerade jetzt am Anfang. Später würde ich das vielleicht nicht machen, weil da ist das Risiko schon wieder ein bisschen höher, dass das noch in die Hose geht. Aber jetzt am Anfang mache ich mir erstmal noch nicht so die Sorgen. Tweak Shield Ding. On Card Draw. Mal 10. Generate. Block. Oh, das ist natürlich auch sehr nett. Ich bräuchte vielleicht noch eine Karte, mit der wir noch mehr Karten ziehen. Das ist günstiger. Das ist jetzt nicht so das Problem. Burst Laser würde ich nicht nehmen. Dann nehmen wir auf jeden Fall das. Ich glaube, ich nehme jetzt mal hier so ein bisschen. Ein paar von diesen Perks. Flamer wäre wieder ganz nett. Das ist halt nur günstiger. Machine, das wäre natürlich auch noch eine Option. Aber das hier ist natürlich auch... Ist dann ordentlich jetzt. Also, das wäre schon nett hier. Aber, damit können wir halt Max auch irgendwie... Da können wir Max auch mit lahmlegen. Deswegen, Schaden ist schön und gut. Aber am besten können die gar nichts machen. Deswegen, ich nehme mal das hier. So, dann haben wir hier ein Random Event. Random Event, da gibt's Energie, da gibt's Kühlung, da gibt's Energie. Okay, also. Das müsste eigentlich auch machbar sein. Gut, die Kühlung. Ich nehme mal das hier, weil wir können ja schon jetzt mehr Hitze erzeugen. Deswegen bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, was das angeht. So, aber wir starten direkt hier mit Jump Jets. Und ich finde halt die Sache hier mit diesen, wie hießen sie nochmal, Perks, nicht echt eine super Zusatz. So ein bisschen, sind im Prinzip Relikte, ne? Wenn man Slay the Spire nimmt, sind es Relikte. Aber das ist halt, das passt halt auch wirklich gut immer in solche Spiele. So, Heavy Flamer, Heavy Flamer, Machine Gun. Haben wir drei. Dann nehme ich jetzt hier mal Heavy Flamer. Und. Ich spiele jetzt einfach mal Machine Gun, weil wir haben da die drei. Dann können wir auch ein bisschen Schaden machen. Kann er auch. Und ich hätte jetzt gern doch mal mehr Karten. Haben wir direkt auch Block da noch. So, dann könnte ich jetzt die ganzen Machine Guns dann auch spielen. Oder ich nehme jetzt mal Kühlung. Gerade diese Kombination mit mehr Energie in der nächsten Runde und dann komplett nochmal runterkühlen, soweit es geht, ist halt auch eine nette Sache. Gut, nehmen wir mal Evade noch. Und er hat halt auch schon eine Menge Hitze. Hatte eine Menge Hitze, aber gut, jetzt haben wir hier, das werde ich auf jeden Fall spielen. Die Sache ist halt, der verdoppelt, die Hitze verdoppelt er nicht. Also müsste ich eigentlich Heavy Flamer dann nehmen. Ich guck mal gerade, aber eigentlich, nee, es ist halt wirklich nur der Schaden. Aber das wäre auch zu stark. Das wäre auch zu stark. Gut. Dann, da haben wir das. Dann nehme ich erstmal wieder Tactics für ein bisschen Block. Also ein Dodo jetzt so zu spielen, dass man halt Block so gut wie gar nicht spielt, ist halt, ne, kann man mal probieren. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht so toll enden. Irgendwas sagt mir das so. Wir nehmen den Flamer noch mehr Hitze. Dann brauche ich gar nicht mal großartig Block, wenn ich immerhin bekomme, dass er so viel Hitze generiert, kann er eh kaum Karten spielen oder ist dann halt überhitzt. Das ist dann quasi der Plan. So, Enhanced Engine, dann haben wir Proficiency Heat, dann würde ich Proficiency Heat und den Flamer spielen, den Heavy Flamer.
Dann haben wir jetzt zwar auch schon sehr viel Hitze, aber das sollte, glaube ich, noch gehen. Haha, das wurde... Okay, das hat er ein bisschen gekontert. Das hat er doch ein bisschen gekontert. Jetzt hat er da Plasma Cannon. 3 Stück von den Dingern. Ja gut, dann spiele ich Jump Jets. Ich traue dem Frieden nicht. Dann nehme ich jetzt mal Machine Gun. Weil wir halt so viel Energie haben. Nochmal Machine Gun. Und ich warte darauf, dass er Plasma Cannon spielt. Oh, er spielt erst das. Okay. Aber das... Jetzt hat er eh keine mehr. Okay, ja gut, dann... Ich nehme mal das hier noch für nächste Runde. Und dann nehmen wir... das einmal bitte. So, das ist halt... Das zählt dann doch auch noch für die nächste Runde. Da steht ja auch Stays. Einfach mal den Text lesen. Ich glaube, ja, damals habe ich das sogar dann irgendwann gewusst. Na gut, dann, der hat noch 3. Wir haben, der hat auch eine Menge Hitze. Ich würde halt auch wieder den Flamer hier spielen. Direkt, da brauche ich auch nicht lange überlegen. Und gerade wenn wir noch mehr Sachen kriegen, um mehr Hitze zu generieren beim Gegner, dann kriegen wir auch eine super, dann wird das halt ein super Mech gegen Behemoth. So, dann, ich würde gerne mal noch Karten ziehen. Dann nehmen wir einmal Vent Heat. Und nehme ich halt direkt noch einen Heavy Flamer, auch wenn das dann so viel Hitze ist. Und wir spielen nochmal Machine Gun. Das läuft jetzt leider nicht so gut, aber wir verpassen ihm mächtig Hitze. 2-mal, okay. Uff. Das ist unangenehm, aber er hat so viel Hitze. Ich muss gucken, dass ich dafür sorge, dass der echt eine Menge Hitze abbekommt. Dann kann ich nämlich diesen Plasma-Cannons gut aus dem Weg gehen. So, Proficiency Heat werde ich jetzt erstmal nicht spielen. Diese Sache hier mit Block Damage Fire 3-mal ist natürlich für mich jetzt gerade nicht so toll. Dann nehmen wir Machine Gun noch. So, der kann das zwar gegenkühlen, so ein bisschen, minimal. Aber ich glaube, das läuft schon richtig gut. So, Proficiency Heat bitte einmal. Und er kommt, man muss halt nur dazu sorgen, dass er das nicht spielen kann. Dann, solange ist alles gut. So, dann nehme ich direkt Flamer. Und ja, einfach so schachmatt gesetzt. So geht's halt auch. Gut, New Card, System Point Defense. Ja, da hätten wir jetzt Machine Gun fürs Upgrade. Das würde ich halt noch nehmen, um halt den Schaden zu erhöhen. Vor allen Dingen kostet das nichts an Hitze. Pilot Skill Tactics wäre halt auch ganz cool, aber ich glaube, ich nehme erstmal noch sowas hier. Gerade weil er standardmäßig nicht so viel Schaden macht. Deswegen ist da Double Damage eigentlich schon fast Pflicht, würde ich sagen. Shroud Missile ist grün, ist jetzt... Nee, würde ich auch nicht nehmen. So. Kühlung. Schauen wir mal. Dann, ich werde direkt hier mit Hitze anfangen. Ohne Witz. Dann nehmen wir den Flamer wieder. Den werde ich sowieso immer als erstes spielen. Dann nehmen wir einen Heavy Flamer noch. Und dann würde ich hier zumindest einmal die Jump Jets nehmen. Wir haben ja auch ein bisschen Kühlung pro Runde. Deswegen Vent Heat hebe ich mir erstmal auf. Da können wir zumindest ein bisschen blocken. Und ja, dann nehme ich jetzt Machine Gun, um einfach damit dann Schaden machen zu können. Der hat jetzt leider ein paar Blockkarten da, aber er muss da halt auch spielen. Jetzt kommt er da mit Kühlung an, deswegen spiele ich jetzt nochmal Flamer. Dann haben wir schon ein bisschen Vorsprung. Gut, ansonsten. Ich habe jetzt gar keine Hitze. Ich nehme jetzt mal Enhanced Engine. Okay. Das ist eine Ansage.
Ja gut, dann nehme ich Proficiency Heat und spiele Heavy Flamer. Oh Gott, das ist aber echt ein bisschen viel. Das ist echt ein bisschen sehr viel an Schaden. So viel zum Thema Vorsprung. Der ist jetzt ganz schön geschmolzen. Machine Gun nehmen wir. Ich gucke jetzt einfach, dass ich mehr Schaden mache. Ich darf mich aber nicht zu verleiten lassen, den wie ein Behemoth spielen zu wollen, sonst ist das, ne? Das ist dann sehr schnell Ende Gelände. Ich hätte gerne, ich nehme jetzt das hier mal mit mehr Energie in der nächsten Runde. Hitze geht ja, dann spielen wir einmal Vent Heat. Und dann könnte ich mir noch ein bisschen Hitze erlauben. Ja, ich nehme jetzt Flamer hier direkt. Da brauche ich vielleicht auch nicht so viel Block. Von daher die Option jetzt hier mit Shielding, es klingt auf den ersten Blick oder ist auf den ersten Blick halt schon echt nett. Aber wenn ich halt so viel Hitze erzeugen kann immer, ist trotzdem nett. Also hätte ich jetzt sowieso mitgenommen, weil das ist dann noch ein Zusatzding hier, was sowieso immer mitläuft. Dann würde ich gar nicht mal so sehr eine andere Karte noch oder eine Karte mitnehmen. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Block. Kriegen wir Kühlung, er kriegt Hitze und wir haben gewonnen. Plasma Ejection. Spend Action Point. Effect Generate Heat. Jetzt ist die Frage, wie darf ich das verstehen? Ich kann einen Energiepunkt ausgeben oder einen Action Point, um 2 Hitze beim Gegner zu erzeugen. Klingt ganz gut. Vor allem, ich kann relativ... Das wäre natürlich auch super, um dann noch mehr Hitze zu erzeugen. Was haben wir hier? Und Cardplay Generate Block Damage. Und Cardplay Plating Cards. Und wenn ich 2 davon spiele, kriege ich 1 Block. Richtig, ich glaube. So, was haben wir hier? Und Match Start. Das, ja gut, das fällt schon. Wenn ich das schon lese, dann will ich das schon gar nicht mehr haben. Generate Double Damage. Ja. Ich glaube, ich nehme trotzdem... Ich guck mal, dass ich auf Hitzeerzeugung gehe. Da muss ich auch nicht so sehr auf Block dann achten. Gut, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. War ein bisschen verplant teilweise. Wir machen nächstes Mal weiter. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.